Was geht ab, Leute? Heute ist soweit. Wir spielen den Eliminationstower in Roblox. Dort haben wir verschiedene Minispiele, die wir meistern müssen. Können wir es schaffen, bis zum Ende zu kommen und zu gewinnen? Los geht's! Wow, Kaspar, guck mal! Wir sind in einer Game Show gelandet, wo wir ganz viele Herausforderungen meistern müssen, um ganz viel Geld zu gewinnen. Ich sag's dir, wir werden reich, ohne Witz. Und kann nur einer überleben oder können alle überleben? Ich glaube, es kann nur ein einziger überleben. Oh mein Gott, nein. Und dann wird man nämlich als Champion von dem Eliminierungstower. Ich sag's dir, das wird ganz verrückt. Oh mein Gott, wie weit oben sind wir? Guck dir das an. Ich weiß, wir sind ganz weit oben. Ui, ui, und ich hab Höhenangst. Wir starten mit der Runde 1. Bombenball. Ja, und ich bin direkt schon irgendwo hingerollt. Ja, das wird jetzt erstmal erklärt. Gib die Bombe an andere Spieler weiter. Alles klar, Kaspar. Wer hat denn die Bombe jetzt gerade? Der Rote da hinten, oder Versuche, was? Der letzte verbleibende Spieler zu sein. Ich weiß gerade nicht. Das ist, glaube ich, gleich ausgelost. Oh mein Gott. Nein. Da ist die Bombe. Wer hat die? Da ist jemand, die Wer Bombe. Hat die? Wer hat die? Wer hat die? Das ist irgendwer. Keine Ahnung. Nein, ich hab die. Oh nein. Weg. Oh Gott. Ey. Ich hab die Bombe. Nicht mehr. Ha! Hau ab, schnell weg. Oh. Wow! Der ist explodiert. Oh nein! Nein, schon wieder. Oh nein. Aus dem Weg. Lass mich in Ruhe. Oh mein Gott! Ich bin Bombe. Gib die jemand anderem schnell! Nein! Oh, geht das nicht? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Dang, oh mein Gott, ist die draufgegangen. Nein! Oh mein Gott, Alter, wie viele sollen denn auch drauf gehen hier? Hey, du hast die Bombe. Nein! Ey! Da! Nein! Oh mein Gott, gib dem! Ja. Weg, schnell! Oh mein Gott! Sie kommt! Oh nein! Wow! Sag mal, wie viele noch? Ja, das ist nicht, dass man rausfliegt, sondern es geht nach Punkten. Ah, so, okay. Das heißt, du kriegst am meisten Punkte, wenn du jetzt hier am längsten überlebst. Oh nein! Oh ja! Oh mein Gott! Im letzten Moment abgegeben. Oh nein, nur noch. Er hat die Bombe. Gott. Er weiß nicht wohin. Er wartet. Hä? Mich hat berührt. Nein, hä? Ja! Ja! Lauf! Oh, jetzt nur wir beide gegeneinander. Oh mein Gott. Nein! Nein! Explodier! Nein! Ja! Nein! Explodier! Nein! Oh mein Gott! In der letzten Sekunde vergeben! Ich glaub's nicht! Oh, du bist der Powerplayer in dieser Runde! Sehr gut! Alter, in der letzten Sekunde! Das war länger als sonst! Das war unfair! Oh mein Gott, war das knapp! Nominierungen, Kaspar! Ich weiß ja nicht, ob du es weißt, aber... Da weiß ich ja, wer Platz 1 ist! Du darfst jetzt 3 Leute aussuchen, um zu eliminieren! Das heißt, die werden jetzt gleich herausgefordert und müssen gegeneinander kämpfen! Nicht mich, bitte! Guck mal, hier ist einfach der Kopf von Art Attack! Soll ich dich nehmen? Nein, nicht mich! Guck mal, die eine schreibt nicht mich! Okay, weil ich gewonnen habe, darf ich das? Okay, warte mal! Ja, du darfst dir auf jeden Fall jetzt 3 aussuchen! Bam! Oh Gott, die arme Maya! Oh mein Gott! Oh. Bam! Oh nein! Bam! Und, oh! Oh mein Gott! Die 3 habe ich ausgewählt! Die 3 wurden also ausgewählt! No, schreibt sie! Tja! Tja, jetzt müssen die 3 gegeneinander jetzt antreten. Rocket Lounge! Oh mein Gott! Was? Also ich kenne noch gar kein einziges Spiel hier, ne? Ich habe noch keins gespielt. Ich auch nicht. Um zu überleben, musst du eine Rakete kreieren und dann anscheinend anzünden. Lol, und wer am höchsten kommt, der gewinnt. Man kann hier seine ganzen Raketen-Sachen finden. Oh mein Gott, ja, Mann. Und der letzte Spieler, der mit seiner Rakete losfliegt, gewinnt. Und es geht los, wir können jetzt zugucken. Oh mein Gott, ich bin so gespannt, was sie da jetzt bauen, ne? So, ich schaue jetzt erstmal, ich schaue jetzt Asche zu. Guck mal, die laufen jetzt gerade hier schön dahin. Ja. Okay. Und jetzt haben die hier Raketenteile. Oh mein Gott, shit, da kommt ja schon was. Ach so, die müssen jetzt... Ah, okay. Eins nehmen, ja. Jeder muss seine Rakete schneller fertig bauen. Das heißt hier, ich weiß nicht, ob es schlau ist. Ja, zuerst der eine hat so einen Buddy da direkt, ne? Genau, ist eigentlich nicht so schlau. Obwohl, okay, das ist egal. Okay, das Hauptsache, man soll bauen. Ich weiß nicht, ob man auch die richtige Farbe braucht.
Wahrscheinlich schon, oder? Nee, ach, ja, so. Du musst ja das Ding so. Auch die Rakete nachmachen deswegen quasi. Hat das nicht deswegen hat das gerade nicht gezählt, weißt du, bei ja. der Asche. Die hätte den falschen Körper. Ja, okay, und okay. jetzt fehlt nur noch der Booster. Hier fehlt nur noch der Booster. Da ist der Booster, Asche hat ihn und Asche wird auf jeden Fall das Ding überleben. Was macht sie? Oder? Oh Gott. Hä? Jetzt keine Möglichkeit. Okay, es sieht ganz falsche schlecht Rakete, aus. Falsche Rakete! Ist nach links. Ah, sie wartet, sie weiß, sie gewinnt. Oh mein Gott. Und zack. Okay, das oh heißt mein hier. Gott. Und jetzt? Haben wir schon mal gewonnen. Da ist Maya und sie wird jetzt ins All geschossen. Oh, und du hast sie einfach dazu gebracht, Kaspar. Das war einfach deine Schuld. Gott. Es wird Zeit für Cloud 9. Wolke 9, was könnte das jetzt hier bedeuten? Wenn du aus den Wolken fällst, wird deine Punkte zurückgesetzt. Oh mein Gott, nein. Okay, oh das wäre natürlich nicht so gut. Los! Wir sollen jetzt die meisten Bälle einsammeln, oder was? Ja, anscheinend. Okay. Nein, Alter, ich bin runtergefallen. Fast. Tja, das wird dann zurückgesetzt, mein Kollege. Mein Freund hier. Ah, die Farben bringen mehr Punkte. Manche Farben bringen mehr Punkte. Welche Farben bringen denn am meisten Punkte? Also am wenigsten bringen auf jeden Fall Rot. Am wenigsten. Oh nein, ich soll die ganze Zeit rot ein. Ich glaube ja. Ich guck mal, wie viel. Hier vorne ist Dingens. Hier vorne ist gelb. Ja, ich sammle mal grün ein. Ja. Aber da steht doch keine Zahl dran, oder? Doch, da kommt kurz so ganz kleines plus 5. Weil grün ist plus 5. Au, ab da! Das ist meine! Hab ich die bekommen? Was soll das? Ich hoffe, ich hab sie bekommen. Alter, hier vorne sind noch voll viele. Ey, haut mal ab jetzt hier. So, schnell noch. Gerade. 3 Sekunden. Oh. Ja, nein, noch mitgenommen. Ich glaube, ich müsste, glaube ich. Mal gucken, jetzt werden wir jetzt sehen. Mal gucken, wie viele Punkte ich habe. Oh! Du bist 40 Erster. 40 Punkte. Der eine hat nur Du hast eine grüne mehr als ich eingesammelt. Ja, eine grüne mehr. Und damit bin ich diese Runde der Powerplayer. Oh, okay. Bitte mich nicht auswählen, ne? Ich habe dich auch nicht ausgewählt. Ja, okay, das muss ich mir mal überlegen. Das heißt, jetzt kannst du hier wieder 3 Leute aussuchen, oder was? Die gegeneinander kämpfen. Genau, zu den Nominierungen. Alles klar, oh ich glaube, ich wähle denn jetzt mal hier den komischen Vogel aus. Oh hier mein mit Gott, der sieht Steinkopf. Mir ganz suspekt aus. Ja. Dann, die waren ja eben schon dran. Nämlich die noch nicht dran waren. So. Ja, okay. Nicht mehr! Alter, ich dachte gerade für eine Sekunde. Nein. Hast du schon Angst bekommen, ne? X merzt den Spot. Okay, ich glaube, wir müssen jetzt Schatz suchen oder sowas, Kaspar. Ah, lol. Ja, Mann, da müssen wir. Beziehungsweise, nein, die drei müssen das machen. Ah. Genau, und wer zuerst den Schatz findet, der hat gewonnen. Wir müssen, sich merken, wo das rote X ist. Und je näher du rangehen kannst, um da zu graben, desto mehr Punkte bekommst du halt, ne? Und es gibt 3 Runden. Und wenn man und am der, weitesten weg ist. Guck mal, und der mit den niedrigen Punkten musste über die Planke laufen. Oh nein, ins Wasser springen. Okay, warte mal. Und los geht's! Ich guck dir diesen Kopf zu. Und jetzt geht's los. Oh Gott. Er ist durchsichtig geworden. Also, ich kann mir eigentlich noch sehr gut merken, wo das war, ne? Hä, der weiß ja genau, wo das war. Hä? Der eine bleibt einfach stehen. Die Montana ist sehr gut jetzt gerade. Die ist ungefähr jetzt fast genau drauf. Oh, die ist Montana? Zu weit. Viel zu weit, Bro. Das ist doch genau in der Mitte. Der Kopf, der Kopf. Ich glaube, Montana. Steinkopf. Ich glaube, Montana ist gut. Der Steinkopf. Was mit dem Steinkopf? Der ist bisschen in der Nähe vom Steinkopf ist das. Die sind viel Nein. Die sind bei mir war das genau, wo der Steinkopf ist. Genau da. Nein, bei mir ist da genau. Oh. Da ganz hinten? Alter, er hat 100 Punkte bekommen. Ne, jetzt ist nochmal eine neue Runde. Okay. Ich glaube, es ist für jeden unterschiedlich. Für jeden, wenn man zuguckt. Ist unterschiedlich. Okay. Jetzt hier war es in der Mitte für Montana. Ich glaube, die ist ganz gut jetzt hier am Start. Oh, wer ist jetzt näher dran? Das jetzt entscheidet jetzt, wer jetzt über die Planke laufen muss. Ne, eine Runde ist noch. 3 Runden sind's. 3, 2, 1. Und. Oh mein Gott. Da hat jetzt auf jeden Fall schon der Dings. Mehr Punkte bekommen. Guck mal, die haben alle das gleiche Kreuz gehabt, ne? Ich glaube schon, diesmal schon, ja. Jetzt ist es ganz hinten bei mir. So, ich glaube, die schaffen es jetzt aber hier. Ja, die gehen alle hin. Aber für den einen sieht es gar nicht gut aus da, ne? Für Mama. Auf gar keinen Fall. Oh nein. Oh. Ich glaube, sie ist näher dran. Ich glaube, so wie sie jetzt gerade steht, ist sie näher dran. Und. Sie ist auf jeden Fall näher dran. Oh. Ja. Was? Aber. Was? Die eine hat mehr Punkte bekommen. Nein, Montana muss über die Planke, glaube ich. Als ob die jetzt über die Planke. Oh nein, sie muss über die Planke laufen. Oh mein Gott, guck mal. Er muss über die Planke. Ach, der am meisten Punkte hatte? Hä?
Ehrlich? Oh Gott, Plot-Twist einfach. Oh, oh mein Gott, es geht rein in die nächste Herausforderung. Basketball spielen. Okay, Kaspar, wer kann hier am meisten in 90 Sekunden die meisten Körbe erzielen? Oh Gott, okay, ich bin bereit. Drücke ich bin auch sowas von bereit. Oh, ich weiß auch gar nicht, wie weit man den werfen muss. Weiß ich auch nicht. Okay. So, ich schnapp mir direkt hier einen Basketball. So, und... Oh Gott. Hey. Drin? Oh mein Gott. Ich glaube, ich habe einen Punkt. Die drin? Ich glaube, ich habe einen Punkt gemacht. Ich weiß aber nicht. So. Oh nein, der war, glaube ich, nicht drin. Ich glaube, der war nicht drin. Der war zu... Okay, der war zu schon. Oh, ich glaube, es war wieder ein Punkt. Boah, ist gerade schwierig. Wenn nein, ich treffe gerade nicht. Oh, das war doch drin, oder was? Geh weg hier. Hä? Jawohl, noch ein Korb. Ich finde das übelst schwer zu sehen. Hä, wie, du siehst das, wenn du triffst, und oder was? Noch ein Korb. Ja, ja, weil ich treffe. Ich glaube, dann habe ich null Punkte. Ich hab's raus. Nein, wie geht's? Erklär. Du hörst das halt, du hörst es halt mit Soundeffekt. Zack. Oh mein Gott, ich noch ein Korb, der war drin, perfekt. Der war perfekt oh drin. Mein Gott, ich hab einen Korb, Bro. Ich hab jetzt ja einen Korb. Oh, ich hab so viele Körbe jetzt gerade. Ich bin so ein Profi. Oh mein Gott. Und noch ein. Alter, ich kann gar nicht aufhören, so viele Körbe mache ich gerade. Ja, nochmal, komm schon. Und noch ein. Oh Alter, ich mach grad so viele Körbe. Ich treff grad jeden Korb. Ich bin grad richtiger Michael Jordan. Was? Alter, noch ein. Was geht hier ab, bitteschön gerade? Und nochmal. Alter, ich treff grad jeden Korb. Ich hab genau die perfekte. Ja, bei mir treff ich gefühlt auch, Digga, das ist so schwer einzuschätzen. Und der letzte Wurf. Oh, der ging nicht rein, leider. Alter, das war so ein Müllspiel. Der ging nicht rein. Ich glaube, ich hab null Punkte, Digga. Alter, ich hab so viele Körbe gemacht. Ich hab 4 getroffen, Alter. Guck dir das mal 13 an. Körbe. Wie konnten die anderen krasser sein? Digga, ich hab da nicht einmal getroffen. Power Player. Es wird Zeit, die Guten zu nominieren. Oh mein Gott, neben mir einfach. Und die schreibt sogar noch so, no, nein. Ja, 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 jetzt muss die rein da. Menschenkanonenball. Oh, das wird, glaube ich, richtig cool werden, Kaspar. Was machen die da? Die werden da richtig weggepfeffert, glaube ich. Und mal gucken, wie gut die schießen jetzt hier. Ich sehe es gerade. Ja, und rauf da jetzt. Schieß. Oh, Asche ist wieder gut, ne? Oh, vorbei. Oh, die ziehen da wieder runter. Oh, weil Ashley einen getroffen hat, deswegen. Oh, trifft sie? Trifft sie, ist die Frage? Ah, sie trifft nicht. Sie trifft nicht. Keiner trifft da gerade. Oh, doch, da wurde getroffen gerade. Es ging gerade runter. Ashley hat, du siehst ja, Ashley hat einen Punkt. Einen Punkt hat Ashley. Ja, ja. Schon 2 Punkte. 3 Punkte? Oh mein Gott, die ist krass. Die müssen wir immer nominieren, die ist viel zu gut. Asche holt sich hier die closen Dinger, nur noch einen Punkt. Und sie gewinnt, der wird treffen. Oh, der trifft nicht. Oh mein Gott, wie bitter. Jetzt trifft sie aber, oder? Da, jetzt. Da trifft es jetzt direkt. Bam, und er trifft. Ashley hat auf jeden Fall schon mal gewonnen. Wie lange Kitty braucht, um da überhaupt einmal zu treffen? Die sind richtig schlecht. Guck mal, die steht jetzt direkt davor. Oh Gott. Was, jetzt da trifft die nicht. Und sie trifft. Und da auch wieder vorbeigeschossen. Ey, das ist ja unglaublich. Kitty, komm schon. Ein Millimeter. Die können die einfach nicht treffen. Bro, wie schlecht sind die? Die sind mega schlecht. Alter, oh mein Gott, okay. Bass hat nochmal getroffen da gerade. So, sehr gut. Und hier, nächste. Schieß drauf da. Oh, jetzt oh mein schon 4 von 5. Das sieht schlecht aus. Das sieht schlecht aus, hier, Kitty. Oh, es ging gerade runter. Es ging gerade runter. Oh. Oh mein Gott, das war's. Das war's, Alter. Das war's mit Kitty. Und wegschießen, Kitty. Und Alter, was? Oh mein Gott. Ins Wasser. Wie das hochgespritzt ist, auch noch im Wasser. Geschwindigkeitskisten. Schlittschuh laufen durch alle Flanktore in numerischer Reihenfolge. Oh mein Gott. Vergiss nicht, dass du auf Eis bist. Alles klar, dann. Ich würde mal sagen. Ich sehe auch die 1. Ich sehe auch die 1. Und los! Die rote 1 hole ich mir. Hä? Du musst durchlaufen. Das ist Schlittschuh. Oh mein Gott, nicht dein Ernst. Nicht dein Ernst. Oh mein Gott, nein, wo ist die 3? Ich hab nicht geguckt, wo ist die 3? Wo ist die 4? Komm schon! Wo ist die 4? Oh, Eis! Wo ist die 4? Ich bin am Schlittschuhlaufen! Wo ist die 4? Wo ist die 4? Wo ist die 4? Hier hinten! Hier ist die 6. Hier ist die 6. Und 5. Ja. Tor Nummer 7. 8. Gott, wo ist denn hier die 6? Sag mal! Wo ist denn hier die 8? Da ist die 8. Okay.
Okay. Plus 7. Ich brauch die 9. Nein. Ich glaube, wenn ich das jetzt gewinne, bin ich hier der ultimative Gewinner, ne? Oh mein Gott. Bitte. Hallo, ich hab das doch schon berührt hier, sag mal. Da vorne. So. Oh, yibi. Nummer 8, es gibt bis 16. 10. Oder? Ja. 9. 12. Oh mein Gott, ich bin gerade so gut. Ich bin gerade so gut. Okay, wir sind alle nah beieinander, alles gut. Ich bin so gut. Oh mein Gott. Ich bin so gut. Ich kann keine aufhalten. Ich bin absolut der allerbeste Skifahrer. Wow. Nicht dein Ernst. Ja. Oh mein Gott, ich war gerade bei 15. Wie gibt es 16 Alter, oder so, ne? Es gibt 16, ja. Oh mein Gott, ich war so knapp vorm Ende. Verdammt. Ey, ich bin einfach der krasseste Skifahrer aller Zeiten. Ich darf jetzt 2 Spieler nominieren, Kaspar. Oh, nimm Bass. Und ich war schlecht. Oh, was? Und gegen Asche. Nein, ich glaube nicht. Wieso denn gegen Asche, Bro? Das ist die beste von allen. Yeah. Jedes Minigame auswendig. Ist dein Ernst? Wieso hast du nicht gegen Bass gemacht? Die ist ja wenigstens nicht so gut. Tja, jetzt musst du gegen Asche kämpfen. Um zu überleben, musst du 4 verschiedene Formen finden. Also Würfel, Dreiecke und alles Mögliche. Okay, ja. Und die alle zu deiner Box bringen. Oh mein Gott, Digga. Das wirst du doch wohl schaffen, Kaspar, oder? Ja, wenn ich weiß, wie die Formen aussehen würden. Die letzten Spieler werden hier runterfallen. Oh. Alter, das wird echt krass. Ich glaube an dich, Kaspar. Ich guck dir zu. Los! Schnell! Hä? Oh nein. Was soll denn die Form sein? Oh nein. Bruder, du nimmst doch das schwierigste Spiel von allen. Ohne Spaß, Alter. Was bist du für einer? Da ist doch ein Dreieck. Oh nein. Du bist viel zu langsam. Oh, da ist noch ein Dreieck. Da war noch ein Dreieck. Da ist das Dreieck auf dem Stuhl bei dir, ja, ne? Ja, ich weiß. Sie hat's da doch schon genommen jetzt. Digga, Bro, was ist mit dir los, Mann? Da, Stern und Kreis. Nimm die doch. Du bist doch verlangsam. Ja, ach. Man ist auch langsam. Man kann ja nicht mehr sprinten oder so. Oh Gott, ja, die gewinnt das. Wo ist jetzt noch? Sag noch was, wo ist noch was? Das ist der Kreis, in den Kreis. Wo ist der? Das liegt an dem Ding da, du Blindfisch. Letzter, schnell! Na, sie hat schon. Hat sie deins geklaut? Mann! Soll ich dein Ernst? Sie hat deins geklaut. Kaspar! Hui! Und rein ins Wasser, Leute. Ich würde sagen, ich schenke den anderen auf jeden Fall den Sieg. Ich gehe jetzt hier lieber raus, weil sonst werden wir ja komplett dominieren. Das soll es gewesen sein. Wenn ihr von der Welt sein möchtet, lasst ein Like da. Checkt einfach das Video aus. Einfach mal raufklicken. Bis morgen. Ciao, ciao.